zwei Zeitungskommentare vom Donnerstag, 5. März 2020. Einer im Handelsblatt, der andere in der Süddeutschen Zeitung. Beide zum Thema Rixinger, Linkspartei, der Skandal um 1% der Reichen erschießen oder sie eine nützliche Arbeit machen lassen. Im Handelsblatt ist ein Kommentar von Dietmar Neuerer. Darin schreibt er, ich zitiere, die Linkspartei ist unwählbar und sollte nie und nimmer Regierungsverantwortung übernehmen. Zweites Zitat. Dass die Linkspartei nicht wirklich demokratisch tickt, zeigt schon ein Blick in den aktuellen Verfassungsschutzbericht. Die Linke beherbergt Extremisten, die seit Jahren vom Inlandsgeheimdienst beobachtet werden. Drittes Zitat. Das Extremismusproblem der Linken bliebe bei einem Führungswechsel weiter bestehen. Diesen Umstand sollten sich im Übrigen SPD und Grüne immer wieder vor Augen führen, wenn sie wieder mal laut über einen linken Regierungswechsel im Bund nachdenken. Zur Süddeutschen Zeitung. Da möchte ich nur den letzten Satz des Kommentars zitieren. So peinlich sein Witz war, so schäbig ist der Versuch, das populistisch auszuschlachten. Dies scheint von einem strammen Linken geschrieben worden zu sein, der da mit diesem letzten Satz jede weitere Diskussion über diesen Eklat verhindern möchte. Es gibt noch gute Journalisten, aber die sind nicht bei der Süddeutschen Zeitung oder beim Spiegel, sondern zum Beispiel beim Handelsblatt. Und mit dieser positiven Nachricht verabschiede ich mich und wünsche einen schönen Tag.